Ja, servus und willkommen zur Gruppentherapie. Ich bin euer Therapeut Matt Burago und diese Therapie ist kostenlos. Wir sind hier bei der Jackmaus-Folge von der Games of Draw und sind immer noch akribisch dabei, die letzte Tür zu finden. Wobei wir keinen Plan haben, wo die sein soll, weil so richtig sind wir planlos. So. Wir haben erstmal hier den Goblin einfach die Nase gehauen. Unser Freund hier genießt schon mal den Sieg hier. Wir nehmen mal das ganze Equipment hier alles raus. Weil dann nehmen wir hier mal unser Schönes hier. Die Betten braucht auch keiner. Alles weg damit. So. So. Dann hacken wir mal hier die Rohstoffe hier raus. Wir machen da mal ein bisschen gerade und hübsch. Der Lärm hier, das sind unsere Kampfzwerge. Die sind nämlich am Trainieren. Und das, denke ich mal, ist auch gut so. So, dann gucken wir hier, dass wir hier die restlichen Dinge anbinden können. Genauso wie hier den Raum hier. Mal, so, da sind ja die Aufgaben ja schon wieder verteilt, wie die Pest. So, da haben wir schon wieder einen Plus. Den machen wir hier zu dem Freund. So, wieder einmal befördert. Da ist nochmal ein Plus. Als Scharfschütze, da brauchen wir noch ein bisschen was. Was wir natürlich dann auch raushacken können, sind dann hier so die Blöcke. Und auch gerne mal hier so ein bisschen Platz schaffen. Einfach weil wir es können. So, ach, hier ist noch Grille von der. Hier stinkt hier noch nach Goblin. Weg damit. So, mal gucken, was er jetzt hier findet. Oh, oh, auch ein Ogre. Dem verkaufen wir mal ein bisschen sein Grille hier. So. Und da ist das hier, das Gold kann weg. Und das da weg. So, damit ist der Ogre erstmal freigesetzt. Dir, Alter, werde ich jetzt mal den Stuhl in Asche verkaufen hier gleich. Da kommt nochmal ein Ogre an. Beziehungsweise da kommen unsere Truppen an. So. Das ja auch mal rausnehmen. Die Truppen sind ja flink dabei. Was sagt denn unsere Forschung hier? Die kommt ja auch nicht zu Potte so richtig hier. Ah ja. Die sind relativ fleißig. So, da sind wir auch schon wieder am Limit mit unseren Truhen. Mal gucken, ob wir die Truhe ja klonen können. Ja, leider nicht. Was fehlt denn da? Ah, nicht genug Eisen. Das ist natürlich schlecht. Okay, dann können wir hier von den kleinen paar machen. Ja, vielleicht auch. So. Eisen. Alles klar, Eisen. Müssen wir mal gucken, ob wir Eisen sehen. Ah, hier haben wir doch Eisen. Ah, hacken wir erstmal den Quatsch hier alles raus, die Sache raus. Und dann kümmern wir uns auch hier um das Eisen kümmern. So. Genauso wie hier um das Gold. Da sieht man den grün zerplatzten Ogre. Das ist ja prinzipiell immer super. Zerplatzte Ogre kann ich nur begrüßen. Oh, ich muss etwas essen. Verhungert ziemt sich nicht für einen Zwergenprinz. Das heißt ja immer, dass unsere Nahrung irgendwie running out ist. Wobei das aber eigentlich gar nicht sein kann. Hoppala. Ohoho, schnell Pause, weil irgendwo ist ein Zwerg in Bedouille. Beziehungsweise Zwerge. So. So, gehen wir hier nach unten. So, da haben wir die gleich wieder abgeladen. Und dann geht das schön fleißig weiter. Oh, eigentlich können wir hier auch mal den Zugang ein bisschen besser gestalten. Weil bloß die Leiter da ist ein bisschen wenig. Gucken wir mal, eine schöne Treppe finden hier. Ah, ein paar Steintreppen hier, so richtig große, schicke Steintreppen. Können da das Ding verkaufen. Und natürlich dann hier Treppe hin. Da kommen gleich mehrere mit einmal runter. Und hier ist wieder, das ist ja der Scharfschütze werden will. Da fehlt uns ja noch ein bisschen von dem Grille. Trainingspunkte sind auch da. Und was willst du werden? Ah ja. Machen wir aus dir mal wieder ein paar Berserker. Alles klar. Alle sind begeistert. Und ihr seid gleich ein Stockwerk tiefer. Okay, wenn ihr ein Stockwerk tiefer geht, dann könnt ihr auch den Quatsch hier komplett rausnehmen hier. So, und hier mal die Lampe verkaufen. Genau, hat sich denn eigentlich einer schon hier drum gekümmert? Aber da kommen wir ja nicht ran. Kommen wir von der Seite auch nicht ran. Also müssen wir doch den Weg nehmen,
den ich eigentlich gar nicht nehmen wollte, und zwar hier den hier. Und zwar direkt nach oben gehen. Ach, komm auch nicht ran. So ein Mist aber auch. Ich denke mal, hier wird das Tor sein, was wir suchen. Aber wir wissen noch nicht, wie wir da rankommen. Weil überall ist Erdekacke. Kommen wir von oben irgendwie ran. Genau, versuchen wir einfach mal unser Glück direkt von oben. Das heißt, wir müssten theoretisch, ja, das würde gehen. Einfach mal. Oh, da ist schon wieder einer in Nöten. Halt, wo bist du, mein Freund? Ah, da seid ihr, ja. So, dann komm mal her. Du und du auch. Und Abmarsch. Also, wir müssen wahrscheinlich. Oh, dritter Forschungspunkt. Was geht man denn an? Was haben wir denn da? Mehrere Gelehrten, die Spezialisierung. Nehmen wir auf alle Fälle. Weil damit beschleunigen wir dann unsere Forschung. So, genau. Dich, mein Freund, kriegen wir auch noch nach oben. Und zwar in der Form, dass wir hier die Treppen nehmen. Die Treppen platzieren wir mal dann dahin. Ne. Die platzieren wir dann. Ja, so hier hin und das da weg. Treppen da hin und die Leiter nehmen und. Nicht weit genug. Leiter noch ein Stück weiter nach vorne. Genau, so ist super. Und jetzt können wir die Treppe. So, jetzt haben wir die Leiter verbummelt. So, okay, Leiter bauen und zwar. Kommen wir auch nicht ran. Hm, gar nicht so gut. Okay, kurz mal Pause machen. Dann müssen wir nämlich hier mal Leitern rücken. Ich hatte gerade Pause. So, das heißt, den doch wieder nach da ein Stückchen. Den wieder ein Stückchen nach da. Und. Ah, genau. Wollte schon sagen, sind die jetzt weg? Nein, sind sie nicht. Ein Block davon nehmen wir. So einen und dann. Packen wir dann da nämlich die Leitern drauf. Oh. So. Leitern drauf, ihr kommt wieder rauf, alle sind glücklich. Oh, okay. Da haben wir noch einen Oger angegraben. Den werden wir mal seinen Grill hier verkaufen. Dann braucht er nicht, damit macht er nur Blödsinn. So, ja. Okay, da haben wir einen Ogre. Und dann gehen wir hier mal ran, dass wir hier die Sache von unten angehen. Wäre so meine Idee. Ich hoffe mal, das geht auch. Aber ich habe das dumme Gefühl, wir werden da auch nicht weiterkommen. Leiter nehmen. Und zwar ran hier. So, und mal gucken, ob wir das hier von unten angraben können. Nein, können wir auch nicht. Also von da kommen wir auch nicht ran. Ist unser großes Problem, wie kommen wir an diesen Mittelbereich ran? Achso, da hat man die Idee ja von hier oben. Achso, mein Freund, Entschuldigung, hatte ich vergessen gehabt, du brauchst natürlich auch eine Leiter. Einmal Leiter für dich zu mitnehmen. Dann hier rüber, hier Leiter nehmen. Und können wir die gleich noch oben drauf packen hier? Auch gleich oben drauf gepackt. So. Das heißt, wir können hier theoretisch einfach mal ein Block tiefer gehen. Oh. Nicht dahin. Nicht dahin. Na, lass mal den einfach mal graben. Dann gucken wir mal, was wir damit machen. Die ist ja nicht so nett, dass wir die da einfach vergessen haben. So.
Wie tief müssen wir denn noch? Da sind wir noch an der richtigen Ecke, wo wir hin wollen. Zwischen den Pfeilen nochmal einen Schluck nehmen, ja. Dann müssen wir gucken, ob wir den Freund hier gefangen kriegen. Ja, nicht wegrennen, mein Freund hier. Der kommt da mal runter, setzt sich erstmal direkt auf. So. Oho, oben ist wieder einmal einer gefangen. Und zwar du da. Das ist nicht schön, dass du da gefangen bist. Du kriegst aber auch eine Leiter. So, da kannst du dich selber befreien. So, haben wir noch einen? Alles klar. Oh, da sind Goblins geportet ein bisschen. Wo kommt denn ihr her, meine Freunde? So. Verkaufen wir mal das Equipment hier ein bisschen. Da haben wir einen Forschungspunkt wieder. Nehmen wir das Essen. So, dann ist ja ganz klar, wo es jetzt natürlich weitergeht. Wir werden sehen, ob wir hier Licht reinkriegen. So, ganz kurz Licht machen. So wie da. Und wir müssen sehen, dass wir die Leitern... Leitern. Die Leitern aufstocken. Und zwar damit wirklich einer hier unten kommt. So. Da haben wir wieder ein ausgefallenes Gebilde hier hingesetzt. Und ich denke mal, nach da drüben müssen wir. Und dann finden wir dann da auch den letzten Eingang, denke ich mal. So. Also, und weg. So, oben war da jetzt noch einer mit Plus. Genau, da, mein Freund, was willst du werden? Und da haben wir die Mülltonne wieder. Ich finde die so cool. Die Kampftonne. Genau, dann können wir nämlich hier mal das Ding hier verkaufen. Und dann können die sich gleich um die Noten kümmern. Der ist doch einfach göttlich. Am kurz findet ihr das mit dem Bart. Ihr macht euch gleich mal alle auf den Weg. Ah, Mist, jetzt habe ich da was verkauft, weil ich den verkaufen wollte. Eigentlich wollte ich ihn da haben. Ah, da reicht es immer noch nicht. Na gut, die kümmern sich um ihn da. Wir kümmern uns um unseren Upsi da. So. Alles klar. Ihr wollt weiter in diese Richtung, denke ich mal. So. Wenn es da nicht weitergeht, dann wahrscheinlich hier in diese Richtung. Weil das war schon so mit Ansage. So. Da haben wir ja, kommen wir ja einiges voran jetzt. Hat Pling gemacht. Das heißt, wir haben genau hier wieder ein bisschen was freigeschalten. Beziehungsweise irgendwas, was uns umbringen will. So. Weg damit. Ich denke mal, in die Richtung werden wir nicht finden, weil da hinten ist schon das Ende. Also wird das vermisste Tor wahrscheinlich irgendwo hier in diese Richtung sein. Ja, Dark Tomb ist ja auch schon vom Vorschein. So, da haben wir es wahrscheinlich dann jetzt auch gefunden, das entscheidende fehlende Tor. Das hat ja auch gedauert, so ein Tor zu verbummeln. Ist ja auch nicht gerade nett. Und wir haben es endlich geschafft, das Heiland hier hinter zu bringen. Das war noch lange berührt. Ja. Ah, ihr habt das mittlere Tor gefunden. Ja, schön. Gut, jetzt müsst ihr es nur noch versiegeln. Interagiert damit mit dem Hebel. Ja, schön. Hebel nehmen, interagieren. Der, und runter mit ihm. Wenn das Tor herunterkratzt ist, das ist schon ziemlich furchteinflößend. Stellt euch nur vor, hier stünden darunter. Ja, das ist ein Zwerg auch schon mal passiert. Das Tor teilt ihn in zwei Stücken, aber es ging ihm hinterher recht gut. So, Tor ist so. Wir haben es tatsächlich geschafft. Wir haben verhindert, dass die Magier durch die Verstärkung erhalten und überlebt. Gut gemacht, meine Zwerge. Gut gemacht. Großartige Arbeit, mein Sohn. Als Dank dafür, meine Hilfe, solltet ihr hier mit den nächsten sämtliche Schätze schicken und dort gefunden haben. Alles klar. Nie im Leben, ihr habt auch dasselbe bewerkstelligen können, wenn ihr euch nun mal von eurem Thron heruntergehoben hättet. Undankbarer Bengel. Daran werdet ihr mich erinnern, wenn ich das nächste Mal... meine Hilfe benötigt. So. Oh, ganz nebenbei, ihr macht euch ganz gut.
Wenn ihr nicht so müde wäre, hätte ich fast geglaubt, dass ihr mich gelobt hättet. So, zurück zur Welt. Wir haben Helland abgeschlossen und können jetzt endlich voranschreiten. Die Feindgeschichte haben wir natürlich jetzt nicht geschafft, aber sonst immer ganz gut gewesen. Und damit haben wir nämlich hier wieder einen Einflusspunkt frei. So, Inspiration. Alle Forscher führen ihre Arbeit besser durch. Denke mal, gehen wir den hier, da gehen wir ein bisschen gleichmäßig hoch und dann passt das schon. Das war's. Die Magier werden keine Verstärkung mehr erhalten. Ich frage mich aber, wohin diese Tunnel führen, wie die Land möglich von Vater aussieht. Was gibt's es, Vater? Oh, nichts. Ich habe nur eine ganz an die alte Zeit gedacht. Egal, gute Arbeit. Lasst uns gleich so weitermachen. Weitermachen heißt, wir folgen den Pfad und kommen dann jetzt hierhin. Der Westwindar, Gefahrenbereich. Dort wartet der Ort, an diesem der Drache zum letzten Mal gesehen. Die Magier kämpften. Letztes wurde bis an diesen Punkt zurückgedrängt, wo sich die entscheidende Schlacht mit vereinter Kraft eine mächtige Falle schufen. Diese Falle ließ die Drachen wahnsinnig werden und die Magier standen als Sieger da. Sie nahmen das Gebiet schnell in Besitz und begannen damit zahlreiche Experimente an den Drachen durchzuführen. Alles klar, Drachen. Wäre natürlich interessant, wenn wir Drachen sehen. Okay, Orte, das Labor und die Katakomben und hier da machen wir gleich mal rein. Genau, wir gehen in das Labor. Wir springen schon mal rein, gucken uns ein bisschen um und dann machen wir da erstmal Feierabend für heute. Weil nicht unsere Zeit ist, ist schon wieder rum für unsere Junkbox-Ausgabe von Games of Dwarves. Das ist leider schade, aber wir haben Helland hinter uns geschafft. So, da ist das schwarze Screen und wir sind da. Alles klar. Und er ist wieder hier, der merkwürdige Vogel. Nun, wir sind angekommen und fast gleichzeitig wünsche ich mir, dass wir es nicht werden. Warum? Was ist hier? Was ist dort? Es stinkt. Es riecht so, als würde der Boden verfaulen. Wirklich, ich finde nicht, dass es so schlimm riecht. Seid ihr sicher, dass wir wirklich hierher gehen müssen? Ja, folgt meinem teuflischen Plan. Folgt ihm. Genau, meinte ich. Irgendwie unter euch sollte sich der Eingang befinden. Danach solltet ihr suchen. Alles klar, aber wir suchen nicht mehr heute, denn das war's nämlich für heute bei der Junkbox-Ausgabe, wie gesagt. Hier geht's das nächste Mal weiter bei dem Labor und wir buddeln uns dann tiefer. Bis dahin bleibt eigentlich nur noch das hier. Die Endcard ist da. Hier auf der Endcard gibt es wieder was zu sehen. Und zwar, die Empfehlung ist hier auch eine Junkbox-Ausgabe. Und zwar Call of Juarez, The Bounded in Blood. Wir waren mit dem McCauley-Bruder im Wilden West unterwegs und haben eine spannende Wilden West-Geschichte dort erlebt. Solltet ihr mal reinschauen, lohnt sich auf jeden Fall alleine schon wegen der Story. Und nebenbei hatten wir auch noch so eine Menge Spaß mit dem McCauley-Bruder. Lohnt sich halt immer. Sonst wäre noch der YouTube-Button, der führt euch zurück zum Kanal und abonniert ihn gleich auch, falls ihr das noch nicht getan habt. So, sonst Social-Media-Kram kennt ihr alles, QR-Code scannen, Links auch nochmal unten in der Videobeschreibung. So, ich freue mich, dass ihr dabei wart und zahlreiche Kommentare geschrieben habt, mir Daumen nach oben gegeben habt, denn ich bin Matt Burago und sag Servus und Adi.